Die Jägerin schreitet aus der Gruft hinaus und findet sich augenblicklich im Kellergewölbe wieder. Vom Blutteich und den brennenden Gebäuden, die sie zuvor passiert hatte, keine Spur. Dieser Albtraum bringt mich noch um den Verstand. Also schön. Das Passwort, gute Jägerin. Das Passwort. Kein Einlass ohne Passwort. Sie öffnet den Mund. Wie von allein bildet ihre Zunge die Worte. Geboren in Blut, vom Blut gesegnet, gelobe ich, zu schützen die Stadt. Es hat funktioniert. Die Tür öffnet sich. Dahinter ist niemand zu sehen. Die Jägerin blickt in eine pechschwarze Leere. Keine Dunkelheit, wie sie sie je zuvor gesehen hat. Eine alles verschlingende Finsternis, tiefer als der Kosmos selbst. Da will ich wirklich hinuntergehen? Wie soll ich wissen, wohin ich treten kann? Das Schwert. Wie soll ein Schwert mir helfen, den Weg zu finden? Ich kenne den Weg. Was? Wo? Fürchte dich nicht. Ich werde dich leiten. Bist du real? Oder diesem Albtraum entstiegen? Ich bin älter als der Albtraum. Meine Klinge brannte durch das Fleisch der Feinde lange bevor die Finsternis die Welt umschlang. Was habe ich für eine Wahl? Bring mich zum Herzen dieses Albtraums. Folge meinen Eingebungen. Der Abyss wartet. Die Jägerin nimmt all ihren Mut zusammen und schreitet voran in die erdrückende Schwärze. Es ist, als trete sie durch einen Schleier. Fremdartige Gerüche und Klänge dringen auf ihre Sinne ein, während sie vorsichtig durch die bodenlose Finsternis wandelt. Und bald tauchen vor ihr erneut die Schemen verhallender Erinnerungen auf. Professor, sehen Sie nur! Ein Wappen! In der Tat. Dies ist das Labyrinth von Aramis. Denkt ihr, wir haben sie gefunden? Die alte Festung? Ja, mein Junge. Das denke ich. Verflucht sei jeder, der den Bann um diese Mauern bricht. Auf das für alle Zeit die... Das Wort ist leider nicht lesbar. Verborgen bliebe. Also ist es wahr. Aramis wurde mit Absicht von der Karte getilgt. So scheint es. Komm, gib unseren Gefährten Bescheid. Wir werden dieses Labyrinth eingehend erforschen. Das waren der Pontifex und Rektor Magnus. Also haben sie zusammengearbeitet. Du siehst, was früher war. Ich sehe in jedem Fall Dinge. Vielleicht sind es emotionale Blutflecken. Die Schemen alter Zeiten. Wirbelnd und wabernd im Albtraum verhallend. Haben die Gelehrten auch dich hier unten gefunden? Sieh hin. Ist da noch etwas? Lazarus, was ist denn? Da liegt etwas. Siehst du es nicht? Ja, es scheint ein Schwert zu sein. Eine Runenklinge. Sieh es dir an, alter Freund. Sonnenrunen? Komm, bring mir es zu Magnus. Er wird die Runen entschlüsseln können. Großvater. Man brachte mich ans Tageslicht, nachdem ich 1000 Jahre lang in den Schatten geruht hatte. 1000 Jahre? Ich ward dereinst geschmiedet in der alten Festung von Aramis. Ich glaube, davon habe ich noch nie gehört. Das strahlend Juwel der Menschheit. Von Zauberei und Pracht erfüllt und doch dem Untergang geweiht. Aramis.
Laut den Aufzeichnungen entdeckten 5 Gelehrte, darunter ein Mann namens Salavus, einst die Ruinen einer uralten Festung und ließen sich dort nieder. Sie gründeten die Kirche des geheiligten Blutes, die Universität und die Stadt Yoram selbst. Doch, ich habe davon gehört. Dann wurde die Kathedrale also auf dem Zugang zur Festung gebaut? Man erforschte mich, gemeinsam mit allem, was man hier fand. Und als sie alles über mich zu wissen glaubten, übergaben sie mich ihrem Rittersmann, auf dass ich ihm Glück in der Schlacht bringen möge. Du hast Lazarus geführt. Denselben Weg, den du nun gehst, Jägerin. Ein Zauberbann liegt auf dem Labyrinth. Das Grab der Götter ist unauffindbar. Außer für die, die den Weg bereits kennen. Dann hast du sie auch zu diesem toten Abgott geführt? Toter Abgott. Der Ursprung des Albtraums. Die Menschen aus der Stadt sprechen davon. Ich hörte auch vom Fleisch der Götter. Tod. Es ist nicht Tod, was ewig liegt, Jägerin. Das Herz des Albtraums schlummert in ewiger, blasphemischer Dunkelheit. Das Schwert lässt vor dem geistigen Auge der Jägerin die Umrisse der Gelehrten erscheinen. Sie stehen vor einem nicht erkennbaren Objekt. Gleich wie sehr die Jägerin versucht, es auszumachen, es rückt immer wieder in unermessliche Ferne, als würde sie versuchen, einen Traum zu erinnern. Professor, seht ihr, was ich sehe? Ja, ich sehe es. Wie in aller Welt ist das? Es muss dafür eine Erklärung geben. Es ist nicht möglich. Das. Nimm Gewebeproben und bring sie hinauf. Wir werden dieses Wesen erforschen. Ja, wie Sie wünschen, Professor. Sie haben das Blut des Abgottes mitgenommen? Und seine heilenden Kräfte für sich genutzt. Das heilende Blut stammt aus dem Herzen des Albtraums. Und deshalb verbreitet sich die Plage über Yoram. Sie brachten die Plage selbst über sich, wie schon die alten Zauberer von Aramis. Ich verstehe. Doch nun beschwichtige deine Gedanken, Jägerin. Wir betreten das alte Labyrinth. Die Jägerin sammelt sich. Sie schreitet noch immer durch konturlose schwarze Abgründe. Doch bald tun sich um sie herum schattenhafte Gemäuer auf. Uralte Gewölbe, Kammern und durchgerostete Gittertore. Ja, ich bin hier richtig. Ich fühle es. Sie tritt voran durch die uralten Korridore. Wabernde Schattenbilder erscheinen und verschwinden überall um sie herum. Und als sie einige Zeit gelaufen ist, strömen zwischen den Ruinen noch mehr verzerrte Abbilder hervor. Schemen längst vergessener Zeiten, die vom Albtraum aufgestört und herumgewirbelt werden. Sei bereit, Jägerin. Die Abgründe der Zeit sind erwacht. Hier ist kein Platz für die Schlummernden. Es beginnt. Stopp das Ritual! Die Sterne werden uns zerschmettern! Eile dich, Jägerin. Weder Mut noch Stärke werden dich retten können. Die Hexer sind von Sinnen! Sie werden uns alle in den Untergang treiben. Die Göttlichen werden uns auslöschen. Keine Gnade für die Götterschlechter! Das ist unglaublich. Sie müssen irgendein Ritual abgehalten haben. Das ist Blutmagie. Abergläubischer Dersan. Aber wie, glaubt ihr, sind sie untergegangen? Irgendetwas muss doch geschehen sein. Verdammt, es ist so laut.
Bleibe im Zentrum des Weges. Berühre nicht die Schatten. Bei den alten König. Es ist geschehen! Sie haben es getan! Nein, was? Flüstern! Das ist überall! Es ist das Ende! Der Abgrund! Keine Warnung! Kein Entkommen! Keine Warnung! Kein Entkommen! Bleib bei dir. Bleib bei dir. Die Schatten können mir nichts tun. Ich halte das aus. Nicht mehr weit, Jägerin. Das Herz liegt direkt voraus. Ja, durchhalten. Durchhalten. Unter dem tosenden Echo von 1000 Jahren rennt die Jägerin auf einen verfallenen Torbogen zu. Krachend und knirschend wogen die Wellen des Albtraums um ihren Geist. Endlich erreicht sie das Tor und stemmt sich mit aller Kraft dagegen. Es öffnet sich, langsam und schwerfällig. Dahinter findet sie sich in einem Atrium unter freiem Himmel wieder. Violette Nebel verhängen das Gestirn und ein pechschwarzer Mond, von dem dickflüssiger Schlamm hinab zur Erde tropft, starrt stumm auf sie hinab. Der Moment der Opferung. Ich erinnere mich an diesen Tag. Was für eine Opferung? Das Ritual. Aus der Verzweiflung ging die finstere Vereinigung von Blut und Fleisch hervor. Der Albtraum ward in jenem Moment geboren. Dann liegt das Herz also hinter diesem Hof? Ja, doch sieh dich vor. Die dunkelste Stunde verzehrt unsere Welt. Vom unheilvollen Mond ertönen Glockenschläge. Sie dröhnen und hallen von allen Seiten wieder. Die Jägerin hält sich die Ohren zu, doch es nützt nichts. Der Klang dringt tief in ihren Kopf ein. Verflucht! Nein! Der Mond resoniert mit dem unheiligen Lärm. Und aus 1000 kleinen Rissen und Spalten dringen schattenhafte Arme von purer Finsternis. Mit lautem Krachen stürzt ein abscheuliches Amalgam aus Blut und Eingeweiden zu Boden. Knochen splittern und ein Schrei wie von einer anderen Welt ertönt. Mein Gott! Es ist gekommen. Aus den Untiefen der Zeit bricht es hervor. Was ist das? Das Grauen von Aramis. Es sind die Wiedergeborenen. Im Blitzgewitter erscheint die Kreatur in 10-facher Größe. 1000 Gesichter flackern in der amorphen Masse auf. Schwarzes Blut trieft über die zappelnden Gliedmaßen und offenliegenden Organe. Etwas Schrecklicheres hat die Jägerin noch nie zuvor gesehen. Die letzte Prüfung. Die geballte Macht des Albtraums. Zu unheiligem Leben erwacht. Wie soll ich dieses Ding besiegen? Ihr Leiden ist bereits grenzenlos. Du kannst sie nicht besiegen. Aber wie? Schreite hindurch. Hindurch? Du suchst den Albtraum. Drum stell dich ihm. Lauf! Halte durch! Lass den Schatten hinter dir! Es sind bloß wenige Schritte. Die Jägerin fasst durch die fleischige Außenhülle des Amalgams hindurch. Eine unerträgliche Wärme erfasst ihren Arm. Sie fühlt, wie der Albtraum durch jede Pore ihrer Haut dringt. Doch sie drängt immer weiter, zwingt sich, den Schmerz zu unterdrücken. Ja, fast ist es geschafft. Ich bin bei dir, hab keine Angst. Nein, was geschieht hier? Es sind nur Schatten. Sie können dir nichts tun. Es ist das Flüstern. Das Flüstern in den Sternen.
Mögen die Götter unseren Seelen gnädig sein. Das Flüstern mit den Sternen. Plötzlich zerplatzt das Amalgam in einer gewaltigen Explosion von Blut, Eingeweiden und Knochen. Die Jägerin schreit stimmlos auf und die Welt scheint für einen Moment zu stoppen. Dann... verschwimmen die Lichter. Der Innenhof wabert und verschwindet in den Abgründen der Zeit. Der Mond versiegt wie eine Kerzenflamme unter Wasser und die Jägerin steht alleine in einer stockfinsteren Kammer. Es ist totenstill. Bloß das dumpfe Pochen eines Herzens dringt an ihr Ohr. Sind wir da? Ja. Das Herz des Albtraums liegt vor dir in der Finsternis. Dann sei bereit. Wir machen dem Horror ein Ende. Langsam setzt die Jägerin einen Fuß vor den anderen. An den Rändern ihres Sichtfeldes blitzen Erscheinungen auf. Männer in Kutten, die verhüllte Körper in Händen tragen. Der Boden ist von skelettierten Leichen übersät. Und als sie in der Ferne die Umrisse eines sich bewegenden Objekts auszumachen glaubt, erkennt sie die Gestalt ihres Großvaters. Was denkst du, Alexander? Hat Magnus recht? Und dieses Ding ist eine Gefahr? Nein, er verschließt die Augen vor der Wahrheit. Es ist ein Geschenk. Von wem? Ein Geschenk der Götter, mein Freund. Magnus hat es nie verstanden. Er sucht noch immer zu beweisen, dass dieses Wunder nicht echt ist. Aber ich sehe klar. Ich hoffe inständig, dass du recht hast. Das Fleisch der Götter. Die wabernden Abbilder verschwinden. Wenige Meter vor der Jägerin offenbart sich ein so entsetzlicher Anblick, dass die Jägerin augenblicklich in eiskalter Panik gebannt ist. Ihre Knie werden weich, Tränen laufen über ihre Wangen. In der bodenlosen Schwärze ruht ein schlagendes Herz. Vielleicht groß wie ein Fels oder gewaltig wie 1000 Planeten. Seine Dimensionen sprengen jede Vorstellungskraft, als stünde die Jägerin nackt und einsam in der Ewigkeit, während Äonen sich im ewigen Kreislauf aus Leben und Verfall vor ihr aufbäumen. Fremde, lieblose Augäpfel starren sie aus unermesslichen Abgründen an. Die Jägerin stürzt zu Boden. Das Schwert entgleitet ihrer Hand. Der dumpfe Herzschlag dringt wie Glocken durch ihren Verstand. Ihre Lider werden schwer. Unwillkürlich driften ihre Gedanken hinfort durch die endlose leere Schwärze. Hinab in die primordialen Albtraumgrotten jenseits von Raum und Zeit.